Ihr wollt euer Video in einen Text hineinlegen, dann zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt, wie ihr das in Premiere Pro machen könnt und worauf ihr achten müsst. Starten wir auch gleich los, und zwar öffnet ihr euch Premiere Pro und wählt gleich mal oder zieht euch gleich mal das Video, das ihr für diesen Effekt haben möchtet, in eure Video-Timeline. Das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen wie bei mir jetzt. Ich habe hier jetzt ein Video von Paris gewählt und dementsprechend werde ich auch den Text dazu anpassen und wir werden das Ganze als Beispiel mit dem Text Paris machen. Um einen Text nun über mein Video zu legen, mache ich mir einen neuen Layer, und zwar mit Command T als Text, und schreibe hier einfach mal Paris. Das Ganze mache ich in Großbuchstaben und ihr seht, ich habe hier bereits einen schönen großen Text ausgewählt. Achtet hierbei darauf, dass ihr eine schöne große Schriftart habt, damit ihr auch möglichst viel Platz in den Buchstaben habt, damit man das Video auch erkennen kann. Ich verwende hier Alfran, aber ihr könnt da verwenden, was ihr eben möchtet. Nun muss mein Textlayer genauso lang sein wie mein Videolayer und ich möchte natürlich den Text genau in der Mitte des Videos haben. Dazu klicke ich mir hier oben auf diesen kleinen Bereich und gehe auf Untertitel und Grafiken. Dann gehe ich auf Bearbeiten, wähle mir den Text aus und zentriere mir einmal meinen Text mittig im Bild. Um nun das Video in den Text zu verpacken, gibt es ein paar Möglichkeiten, aber ich zeige euch die wahrscheinlich beste Möglichkeit, die ihr habt. Und zwar geht ihr ganz einfach auf die Effektleiste und hier wählt ihr den Spurmasken-Key aus. Diesen zieht ihr euch dann auf den Video-Layer, nicht auf den Text-Layer, ganz wichtig, sondern wirklich auf den Video-Layer, und ihr erhaltet dann hier ein paar Einstellungen, die ihr nun einstellen könnt. Als allererstes wählen wir hier bei Maske einmal die Videospur, und zwar findet ihr die hier aus, wo unser Text-Layer liegt, also in diesem Fall Video 2. Und im Prinzip war es das Ganze auch schon. Ihr seht, nun ist das Video in meinem Text, aber man kann das Ganze noch ein klein wenig verbessern. Der Vorteil, wenn ihr das Ganze mit dem Spurmasken-Key macht, ist der, dass ihr nun die Größe des Videos verändern könnt und ihr verändert auch gleichzeitig die Größe eures Textes. Aber ihr habt noch einen weiteren Vorteil, und zwar dieser schwarze Bereich hier rundherum ist einfach ein schwarzer Hintergrund oder ist durchsichtig. Das heißt, ihr könnt da auch noch verschiedene Farben dahinterlegen. Und wie das geht, möchte ich euch auch noch zeigen. Dazu ziehen wir uns das Ganze einmal eine Spur nach oben und nicht wundern, der Text ist jetzt nicht mehr mit dem Video hinterlegt, denn wir haben ja vorhin hier im Spurmasken-Key die Videospur festgelegt und die stimmt jetzt nicht mehr überein. Deswegen gehen wir jetzt hier auf Video 3 und zack, unser Video ist wieder im Hintergrund. Wenn ich nun einen farbigen Hintergrund hinter diesem Text haben möchte, dann geht das ganz einfach, indem ich auf mein Projektfenster klicke, mit der rechten Maus ein neues Objekt erstelle, und zwar hier eine Farbfläche. Diese hat dann automatisch die Größe meiner Sequenz und ich kann jetzt hier zum Beispiel mal weiß auswählen und genau, dann habe ich schon diese Farbfläche und diese kann ich mir unter mein Video ziehen und erhalte so eben einen weißen Hintergrund hinter mein Video. Allerdings gibt es noch einen coolen Trick, den ich euch zeigen möchte, und zwar ist das der, wenn ihr dasselbe Video, das ihr im Text verwendet, noch einmal unter euren Text legt. Denn jetzt ist der Text zwar unsichtbar, aber wenn ich nun diesen Video-Layer mit der Deckkraft etwas zurücknehme, dann seht ihr, dass ihr diesen coolen Effekt erhaltet, wo ihr den Text etwas hervorhebt, aber das Video doch noch als Ganzes seht. Das finde ich einen extrem schönen Effekt, um ein Video zu beginnen, und ihr seht, das Ganze kann man kreativ echt gut nutzen. Ich hoffe, dieses Video war für euch hilfreich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dahin, ciao!